Hi Leute, willkommen zurück bei einem Let's Play Random. Wie man sieht, spielen wir heute wieder Baldur's Gate. Hey da, Wanderer! Bleib mal kurz bei einem alten Mann stehen. Verweilt einen Moment und trage einmal 10 Tage her, dass ich eine Menschenseele hier auf der Straße gesehen und mich unterhalten habe. Heutzutage scheinen nur die Verrückten oder die Verzweifelten noch zu reisen. Wenn ihr meine Freimütigkeit entschuldigt, welcher Gruppe gehört ihr an? Ich will ja nichts sagen, aber wie steht es eigentlich mit den Einheiten eurer eigenen Maßstäbe? Mir scheint, weicht ziemlich davon ab, wenn ihr Freunde bezüglich geistigen Zustands belästigt. Eigentlich sogar ziemlich verzweifelt. Kennt ihr vielleicht den Weg zum freundlichen Arm? Man hat mir gesagt, dass ich dort vielleicht ein paar Freunde treffe. Ich bin nicht so dumm, irgendwo in Niemandsland ein freundlicher Arm. Den kenne ich wohl. Das Wirtshaus ist ein kurzer Weg von hier im Norden und seine Türen stehen allen offen. Ich zweifle nicht, dass eure Freunde dort sind und euch mit offenen Armen erwarten. Seid meines Mitleids versichert, wenn euch die Strapazen der Straße zu sehr zugesetzt haben. Ich bin jedoch sicher, dass sich alles zum Besten wenden wird. Nun, ich habe aber genug eurer Zeit verschwendet und schon viel gesagt. Ich werde meinen Abschied nehmen und wünsche euch das Beste. Aber selbstverständlich! Aber selbstverständlich! Am Norden, Bergost im Süden. Der Weg der Löwen nach Kerzenburg. Also hier geht's nach Kerzenburg, hier zum freundlichen Arm und hier nach Bergost. Gehen wir mal weiter Richtung freundlicher Arm. Und ja, ich bleibe auf der Straße. Hey, Kollege! Seid bitte etwas leiser. Hier laufen Wesen herum, die besser hören als wir. Ihr scheint euch hier draußen recht heimlich zu fühlen. Was ist das Gefährlichste, das ihr je gesehen habt? Wovor sollte ich mich in Acht nehmen? Der gefährlichste Wesen, einmal war ich ein paar Tage hinter einem Ogam Magus her. Da hatte ich noch eine Gruppe, die mit mir unterwegs war. Den Ogre habe ich umgebracht, die Leute aber verloren. Das ist es eigentlich nicht wert, wenn ihr mich fragt. Ich habe auch noch gefährliche Monster gesehen, aber das war immer über die Schulter, wenn ich so schnell wie möglich abgehauen bin. Haha. Weglaufen ist keine Schande, wenn dein Leben auf dem Spiel steht. Jetzt wird mit euch, ich muss jagen. Freundlicher Arm. Kurzer Weg. Wir gehen mal. Eieieiei. Laut. So. Die Reise dauerte 8 Stunden. Trefft euch mit Khalid und Jahera. Aber selbstverständlich. Warte, hier ist ein Pfad. Jetzt bin ich erstmal zu neugierig. So, was haben wir denn hier? Ja? Halt die Klappe! Hobgoblin. Dürfte nie so schwer sein. Du bist ja ein komischer Kauz. Und du, genau. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Wo geht's jetzt lang? Aber selbstverständlich! Ich glaube, gleich geht's mit los. Mächtig, eins auf der Rebe. Was wollt ihr? Ich glaube, mich hat's schon erwischt. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Schön für euch, wenn ihr es schafft, uns zu retten.
Heiltrank trinken. Ja? Du nimm wieder den Bogen. Und was jetzt? Aber selbstverständlich! Mich kümmert's nicht! Ich hab genug davon! Da geht mein Handy. Wo geht's jetzt lang? Oh, komm schon! Komm schon! Der Hobgoblin muss sterben! So gut wie erledigt! Da geht mein Handy schon wieder. Oh, wir haben es geschafft. So. Ja. So gut wie erledigt. Oh, Loot. Jede Menge Loot. Nein, hier wollen wir hin. So, einen Helm haben wir schon. Ein Langschwert. Ein Basterschwert. Noch ein Basterschwert. Ach, sie kann gar keinen Helm tragen. Ja, okay, dann gebe ich immer ein bisschen Ausrüstung. Eins der Wasserschwerter kann sie auch haben. Kann sie zwar mit beidem nicht um, aber... Gut, macht nichts. Das Langschwert könnte sie aber nehmen. Und wir haben Erfahrung gewonnen. Ein weiter Weg haben wir noch vor uns. Ein weiter Weg. Nein. Und was jetzt? Wir gehen noch mal die Rastenfunktion. So gut wie erledigt. So. Dann rasten wir. Das ist der nächste Tag. Wir haben uns okay, ist jetzt lang. Wir sind aber immer noch ziemlich lang. Dürfte nie so schwer sein. Aber wir sind ausgeruht. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ja, herzlich willkommen, freundlicher Arm, wir können dich verraten kriegen hier. Dann ist gut, viel Spaß. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ah, dann rein nach Kerzenburg. Ja, aber selbstverständlich! Gehen wir mal zur Schenke im freundlichen Arm.
Ja, die ganzen NPCs lassen wir jetzt mal links liegen. Dach auch. Dürfte nie so schwer sein. Hallo, mein Freund. Hier müssen wir uns mal gerade ganz schnell ab. Zwischen wir mal ab. Ja, ganz toll. Das ist es auch schon gewesen. Gwydion ist tot. Laden. Haben wir den Autosave? Nein, wir laden nicht den Autosave. Ja, aber selbstverständlich. Ja, aber selbstverständlich. So. Einmal skippen, weil ich will hier bei Tag rein und nicht bei Nacht. So. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Sicher, Gespräch beenden. Und einmal Spiel speichern. Ich finde, das ist richtig gemein, dass dieser Typ den Erstschlag machen kann. Und was jetzt? Aber selbstverständlich. Ach, ich gehe schon wieder da hoch. Wo geht's jetzt? Das dürfte nie so schwer sein. Hier. Ihr seid willkommen hier unter den Augen von Karl Glitzergold. Oh, ich bin in einem Tempel. Das ist eine Klerikerin. Das dürfte nie so schwer sein. Hallo, mein Freund. Nein, geh weg. Nein! Aha, entschuldigt bitte meine Rechte, aber ich sehe aus, wie die nehmen nicht länger. Wieso fragt ihr? Oder? Ich verschwinde jetzt. Du bist ja ein komischer Kauz. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Ah, das war knapp. Denn ich verschwinde jetzt. Und das. Ah. Ah, Gwydion. Was wollt ihr? Gwydion rennt noch ein bisschen durch die Gegend. Kopfgeld ausgesetzt. Wer böse um Schilde führt, sei informiert, dass auf Gwydion das Ziehkind von Gorion ein Kopfgeld ausgesetzt. Gwydion wurde zuletzt im Raum Kerzenburg gesehen, muss schleunigst beseitigt werden. Wer weiß, für die Tat zurückkehrt, wird mit nicht weniger als 200 Goldmünzen belohnt. Wie immer gilt, wer diese Pläne den Hüter des Gesetzes zuträgt, wird das Schicksal des Ziels teilen. Okay, jetzt kopieren. So, das hier ist, ja, das kann sie mal tragen.
Quedien, beruhige dich. Der rennt jetzt noch planlos durch die Gegend. Hier lang! Meine Eule hat mir ganz schön eingeheizt. Ja? Aber selbstverständlich! Quedien, du bist so... Oh. Jetzt fehlen mir natürlich die Waffen, die ich bei diesen zwei Kopfwurf... Und was jetzt? So gut wie erledigt! ...bekommen habe, aber das ist nicht so schlimm. Dummschwätzer. Die reden hier alle im norddeutschen Dialekt. Am Baldur's Gate. Was tut euer Onkel? Ist ein Maya und ein mürrischer Alter obendrein. Hört auf den Namen Ragefast. Obwohl wir ihn als Kind immer Knurrhaut genannt haben. Hat immer, wenn er uns erwischt hat, hat er uns mit Rinderhaut beworfen, so dass wir alle braun angeschmiert und mit grünen Haaren herumliefen und schon ein paar Stunden unheimlich lustig aussahen. Bleib ganz ruhig, Liebes. Wir müssen das ganz vorsichtig angehen. Ich bekannt vor, ich heiße Gorion. Ja. Ah ne, ihr kommt irgendwie bekannt vor. Ihr erinnert mich an einen Weisen, mit dem ich bekannt bin. Er heißt Gorion. Fortfahren. Ohne ihn beleidigen zu wollen, aber ich sehe das auch so. Ja, herab. Pass auf, was du sagst. Das muss das Kind sein, von dem Gorion so oft geschrieben hat. Wir sind alte Freunde eures Stiefvaters. Ist er nicht bei euch? Ich befürchtete das Schlimmste, denn er würde seinem einzigsten Kind niemals gestatten, ohne Begleitung zu reisen. Sollte er tatsächlich dahingeschieden sein, so fühlen wir mit euch. Gorion hat oft betont, wie wichtig ihm eure Sicherheit ist, sogar wichtiger als seine eigene. Für den Fall, dass ihm etwas zugestoßen, hätte er sich gewünscht, dass Khalid und ich an seiner Stelle für euch sorgen. Allerdings seid ihr inzwischen viel älter und die Wahl eurer Kameraden liegt nun zu eurem eigenen Ermessen. Wir können euch begleiten, bis ihr eine feste Bleibe gefunden habt, euer Platz im Leben. So. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Kann ich euch behilflich sein? So, jetzt gucken wir erstmal hier. Khalid. Level 1, was ist der? Kämpfer. Ist ja gar nicht. Hat ein Schild, hat eine Rüstung und ein Schwert. Jahera. Kämpfer, Druide. Oh Gott. Was hast du? Ein Unsichtbarkeitstrank. Kann sie damit was anfangen? Nein. Sie kann mit keiner der Schriftrollen was anfangen. Aber Gwilden hat noch ein paar Sachen, die er abgeben kann. Ich habe zum Beispiel noch einen Bogen. Den kann sie nicht benutzen. Er kann ihn gerade nicht. So, Gwilden, du hast noch... Ah. Wo geht's jetzt lang? Meine Schenke steht an. So gut, die sich anständig nicht benehmen. Na, no, das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Was hast du denn zu verkaufen? Ein Fliegel, Schleuder, ein Speer. Hm.
Na, das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Kämpfer, Druide. Morgenstern? Nein. Langschwert? Nein. Obwohl, warte mal. Ich gebe das Langschwert ihm hin. Dafür. Na, dafür kriegt ja Hera den Dolch, weil den kann sie benutzen. So. So, dann gehen wir mal die Treppe hoch, würde ich sagen. Aber selbstverständlich! Mich kümmert's nicht! Hier lang! Schon wieder fehlgeschlagen. Da hat man eine Diebin. Und was kann die? Warum kannst du die Schleier nicht öffnen? Immerhin, du bist eine Diebin. Warum kannst du das nicht? Eieieiei. Du bist besser in der Stabilität, als diese Steinmauern vorzeigen. Ein Oger. Ja. Ich diene der flammenden Faust. Ja, oh, wie ihr wünscht. Ich bin das Gesetz. Mir ist so kalt. Ja? Ihr habt eine Aufgabe? Ich bin das Gesetz. Schon vorbei. Ich glaube, mich hat's schlimmer erwischt, als ich dachte. Und natürlich habe ich nicht gespeichert, ich Trottel. Ach, ja, das passiert, wenn man beim Stehlen also erwischt wird. Na gut. Aber ich will das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir haben gesehen, was passiert. Und nächstes Mal machen wir es richtig. Ich würde sagen, ich bin euer Marcel. Wir sehen uns in der nächsten Random-Folge von was auch immer kommen wird. Also, bis denn.